Heute habe ich in meiner Reihe zu Filmen, die kaum jemand kennt, mal etwas Leichtes, Anspruchsloses herausgesucht. Der Originaltitel Attila Flagello di Dio bedeutet Attila, die Geißel Gottes. Unter diesem Titel war 1955 bereits eine ernsthafte Verfilmung mit Anthony Quinn und Sophia Loren in den deutschen Kinos gelaufen, weswegen sich der deutsche Verleih für einen anderen Titel entschloss, der deutlich machen sollte, dass es sich um eine Komödie handelte. Wild trieben es die alten Hunnen. Die italienische Originalfassung läuft 98 Minuten, die deutsche Kinofassung nur 86. Die drei gravierendsten Kürzungen sind bei Minute 9 ein Lied, das Rita Husic singt, ab Minute 61 eine längere Szene, in der die Hunden einen Lehrer beim Schulunterricht stören und feststellen, dass jedes kleine Kind in Rom mehr Bildung mitbekommen hat als sie selber. In Minute 75 wurde ein Dialog zwischen Attila und Uraja deutlich gekürzt. Schauen wir nun auf den Inhalt, wie ihn die deutsche Fassung präsentiert. Eine Horde von Hunnen geht auf Schweinejagd. Der römische General Cornelio beschließt, dies auszunutzen. Der bekannte Western- und Krimidarsteller Tony Kendo spielt merkwürdigerweise nur eine kleine Nebenrolle als Serpizio, ein römischer Offizier. Als die Barbaren nach Hause zurückkehren, sind ihre Hütten niedergebrannt, die Frauen entführt und die Pferde gestohlen worden. Anführer Attila kündigt an, zumindest die Pferde zurückholen zu wollen. Also macht sich die Truppe auf den Weg, etwa ein Dutzend Mann gegen das römische Imperium. Zuerst besuchen sie die Zauberin Columbia, die ihnen einen großen Sieg voraussagt. Eine der entführten Frauen, Uraja, hat den Kampf schon mal begonnen und die anderen Gefangenen befreit. Während die Hunnen die ersten römischen Vorposten verhauen, bekommt Uraja von Columbia ein Schwert, um Attila zur Seite stehen zu können. Die Hunnen treffen einen gallischen Gefangenen, der ihnen erstmals die wahre Stärke des Gegners offenbart, 200.000 Mann. Daraufhin wollen alle sofort umkehren, außer Attila. Der bekommt unerwartet Verstärkung von Uraja. Sie ermutigt die Truppe, weiterzuziehen und zu kämpfen. Man könne sich auf Schleichpfaden ins Römische Reich begeben statt auf direktem Weg. Gesagt, getan. Es geht durch die Berge und auf einem Floß übers Meer. Ein ligurischer Schiffer nimmt sie den Rest des Weges mit und verlangt Uraja dafür als Belohnung. Attila sieht damit kein Problem. Der Ligurier verkauft sie an General Cornelio und verrät dem auch, wo sich Attila aufhält. Die Hunnen treffen einen Einheimischen, der sie zu einer Siedlung namens Antonia bringt, die sie im zweiten Versuch erobern und plündern. Uraja trickst Cornelio aus und warnt die Hunnen, die gerade ihren Sieg genießen, vor einem drohenden römischen Angriff. Die Hunnen ziehen los und zerstören ein Aquädukt, das Rom mit Wasser versorgt. Die Römer versuchen erst, die Hunnen zu bestechen und trunken zu machen, dann greifen sie an. Das ganze Thema mit Barbaren aus einem kleinen Dorf, die gerne Römer verhauen, erinnert zwar stark an Asterix. Das Entstehungsdatum 1982 deutet jedoch darauf, dass der Film vor allem eine Parodie war auf die damalige Barbarenwelle, die dem Erfolg von Conan der Barbar folgte. In Italien wurden 1982-83 Filme produziert wie Arthur, Herr des Feuers, Das Schwert des Barbaren, Der Thron des Feuers, Eher stärker als Feuer und Eisen, sowie Lucio Fulcis Conquest. Eine Veralberung solcher Superhelden passte daher zum Zeitgeist. Die beiden Regisseure Castellano und Pipolo hatten zuvor einige Filme mit Adriano Celentano gedreht, wie Der gezähmte Widerspenstige, Hände wie Samt und Gib dem Affenzucker, waren also ausgesprochene Komödienexperten. Attila-Darsteller Diego Abatantuono blieb bis heute aktiv in Fernsehserien wie Das Geheimnis der Sahara und Eurocops. Komödien blieben seine Stärke. 2018 hat er zum Beispiel mit My Big Crazy Italian Wedding nochmal einen internationalen Erfolg. Die in Kroatien geborene Rita Husic spielte hier als Uraja ihre erste große Filmrolle. Dann versuchte sie sich als Popsängerin und heiratete Vittorio, den Sohn des Produzenten Mario Cecchigori. Vittorio, der als Co-Produzent für diesen Film mitverantwortlich zeichnete, zählte in den 90er Jahren zu den Superreichen. Ihm gehörten ein eigener Fernsehsender und der Fußballclub AC Florenz. Er saß erst als Abgeordneter im italienischen Parlament, später im Knast wegen irgendwelchen Finanzkungeleien. Die Lebensläufe italienischer Produzenten lesen sich manchmal spannender als die Inhalte ihrer Filme. Wer sich für den historischen Hintergrund interessiert, dem sei das Buch Barbarians von Terry Jones empfohlen.
Derselbe Terry Jones, der Filme wie Das Leben des Brian und Der Sinn des Lebens drehte. Jones versucht hier das einseitige Bild aus der römischen Geschichtsschreibung zurechtzurücken, das alle anderen Völker als Rom kulturell unterlegen darstellt. Die von Römern gefürchtete Bedrohung durch die Hunnen soll in Wahrheit längst nicht so groß gewesen sein, was sich mit der Aussage des Films deckt, auch wenn es dem nicht um historische Korrektheit gegangen sein dürfte. Wild trieben es die alten Hunden wurde mehrmals bei ProSieben und Kabel 1 im Fernsehen ausgestrahlt, ist aktuell auch über Streamingdienste zu bekommen. Außerdem wurde er auf DVD veröffentlicht, allerdings unter einem irreführenden Titel, der nichts mit dem Film zu tun hat. Eine ungekürzte Veröffentlichung unter dem korrekten Titel wäre daher wünschenswert. Guten Abend.